200 Kühe melkt die Tietjes Schleimig GbR hier in Schleswig-Holstein. Vor 3,5 Jahren sind das unsere Kunden geworden und heute wollen wir mal sehen, wie es hier auf dem Betrieb zugeht. Viel Spaß beim Zuschauen. Mein Name ist Lars Tietjel. Wir bewirtschaften hier in Fleckebü die Tietjes Schleimig GbR. Da sind meine Schwester, mein Vater und ich drin. Wir haben noch 4 Aushilfskräfte zum Melken. Wir melken hier 200 Kühe mit 10.800 Liter Milchleistung im Schnitt, mit 4,3 Fett und 3,5 Eiweiß. Aktuell sind wir hier am Einbauen von unseren 3 Melkrobotern, weil wir das halt einfach als Familie machen wollen. Und da kommt das ja auch, dass wir einfache Kühe brauchen, dass wir das einfach zu handeln haben, wenig Arbeit mit den Kühen haben. Dadurch, dass die Kühe so aktiv sind und auch wirklich sehr neugierig sind, kann ich mir vorstellen, dass sie auch die Roboter sehr gut annehmen werden. Das ist immer ganz interessant jetzt, wenn wir die Kühe zum Melken rumtreiben. So die ersten beiden Durchgänge, das sind immer zu 85% alles Kreuzungstiere. Also das ist schon immer ganz interessant. Auch die, die dann nachher vorne warten, das sind ganz viele Weißköpfe auch zu sehen da. Ja. Und das sind natürlich auch nachher die Tiere, die zum Roboter gehen. Ja, da sind wir mal ganz gespannt. Zur Hybridzucht bin ich gekommen, dass Udo einen Vortrag in meiner höheren Landbauschule gehalten hat. Vorher habe ich gar nichts von der Hybridzucht gehört. Ich konnte das erst gar nicht so glauben. Also robustere Tiere ist ja schön und wenn sie dennoch noch die Milchleistung haben. Dann haben wir ja vor etwas über 3,5 Jahren zu 100% umgestellt auf Kreuzungstiere. Unsere Fruchtbarkeit ist durch die Hybridzucht auch deutlich besser geworden. Sonst hatten wir einen Besamungsindex von 1,9. Jetzt liegen wir bei 1,5 und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass bei Udos Montbéliard-Sperma 25% mehr drin ist. Und Kalben tun die Tiere auch besser, weil man sieht ja, wie bei dem Tier, dass der Schwanzansatz oben wieder auf dem Rücken ist und dadurch kalben sie leichter. Und bei den Holsteinen ist der Schwanzansatz ja eher ins Becken gezüchtet. Wir haben dann auch mal Rotvieh von woanders gekauft, aber da haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Kälber nicht ganz so vital sind wie die Australier. Das liegt ja auch daran, dass die australischen Reds unter den härtesten Lebensbedingungen aufwachsen und haben auch bessere Zunahmen. Bei den Kälbern sehen wir das auch, dass die bessere Körperkondition haben. Auch auf der Weide, so im Sommer, wir haben die Jungtiere alle auf Vertragsnaturschutzwiesen, wo viele Binsen und so wachsen. Man hat das immer bei den Holsteins gesehen, dass die oft verlieren im Sommer, halt, wenn es trockener wird. Und das sieht man bei den Reds und bei den Montbéliards halt nicht. Die halten ihre Kondition. Ich habe sogar heute meine ersten Fersen verkauft. Ja, sonst haben wir alles an Nachzucht immer gebraucht. Und man merkt einfach, und das muss ja auch an den Kreuzungen liegen, dass wir jetzt einfach Tiere über haben, die wir verkaufen können. Und wenn man auch mit Leuten spricht, die das wirklich schon 14, 15 Jahre machen und die besamen ihre Herde 70% mit Belgier und brauchen kaum noch Nachzucht, ja, dann ist ja eigentlich das Ziel, was man haben will. Und auch wenn man einen Stall baut für Kühe, man muss ja auch, das Ganze rundherum müsste ja mitwachsen mit Kälberstall und Jungviehstall. Und wenn man das alles nicht braucht, weil man deutlich weniger Nachzucht braucht, ist das ja für den Betrieb nur positiv. Wir hatten ja früher eine reine Holsteinherde. Das war doch, dass wir im Sommer oder im Frühjahr, wenn die Nächte kühler waren und tagsüber war das wärmer, dass wir mehr mit Lungenentzündung zu kämpfen hatten. Stoffwechselstörungen haben wir zu kämpfen. Also das ist jetzt bei den Kreuzungstieren auch deutlich besser. Also Lungenentzündung hatten wir, glaube ich, bei denen noch gar nicht. Und Stoffwechsel, du kriegst es nie auf 0%, aber was hatte ich da jetzt? 1, 2 Tiere von 70 und das ist doch schon deutlich entspannter alles. Wir machen auch bei den frisch abgekalbten, bei den Kälbern keine direkte Biestmilchversorgung mehr, weil die so schnell aufstehen. Also nach 10 Minuten sieht man die Kälber wirklich am Euter von der Mutter und am Saugen und das spart auch schon mal wieder Arbeit. Das regelt sich meistens von alleine jetzt. Wir bewirtschaften auch 200 Hektar. Das machen wir auch komplett in Eigenmechanisierung hauptsächlich, außer dieses klassische Häckseln und Dröschen natürlich nicht. Arbeit ist viel da, deswegen brauchen wir einfache Kühe, die funktionieren, dass wir deutlich weniger Arbeit damit haben. Die Familie hat noch viel, viel mehr zu erzählen. Das erfahrt ihr im nächsten Video. Wenn das schon online ist, dann seht ihr das hier. Ansonsten guckt euch gerne mal das Video an von den Meier-Brüdern. Die wohnen ganz auf dem anderen Ende in Deutschland und das Video findet ihr hier. Für heute soll es das gewesen sein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.